Herzlich willkommen bei NBOX TV und PS4 Magazin. Warum bin ich im Auto? Ich bin heute mal wieder für euch unterwegs in geheimer Mission, beziehungsweise, also für euch ist es jetzt natürlich nicht mehr geheim, aber es ist jetzt wahrscheinlich so Mittwoch oder Donnerstag, allerdings in der nächsten Woche, denn heute darf ich noch nicht drüber berichten, was ich gleich sehen werde. Wir wurden nämlich von Sony eingeladen zu einem fantastischen Presseevent zu No Man's Sky, wo ich mich ja ultra drauf freue. Und zwar findet das bei der ESA in Darmstadt, also der Raumstation bei uns in Deutschland, quasi dem europäischen Pendant oder dem deutschen Pendant zur NASA statt. Und eigentlich schon im europäischen, also es ist ja nur hier jetzt eine Station, aber die ESA gibt es auch in Italien oder in Holland zum Beispiel. Ja, und das ist natürlich eine perfekte Kulisse und wir bekommen anscheinend ein bisschen erzählt, wie das denn so in Wirklichkeit ist, was denn realistisch ist an dem Spiel und was nicht. Und kriegen eine Führung durch die ESA und ich nehme einfach mal die Kamera mit, film alles schön und tue es dann im Nachhinein dann noch ein bisschen kommentieren, was wir da so gesehen haben. Und natürlich auch meine Eindrücke, denn ich darf endlich auch No Man's Sky anspielen, eine Woche vor Release. Und das ist mal mega, ich freue mich super. Also ich würde sagen, bis später, macht's gut und viel Spaß mit dem Video. Dürfen. Wir stehen hier im Zentrum der europäischen Raumfahrt. Also für mich wird da echt ein Kindheitstraum wahr, dass man mal hier ist. Wir haben heute für euch ein riesen vollgepacktes Programm. Zuerst wird Sean Murray nachher auf die Bühne kommen, die neuesten Informationen zu No Man's Sky bringen, aber das ist noch lange nicht alles. Wir werden nachher Michael Kahn hier auf der Bühne haben. Michael Kahn ist Mission Analyst der aktuellen ExoMars-Mission, die im Oktober, glaube ich, am Mars ankommt. Wir zeigen unser Universum, dann zeigen wir mal, wie Exploration im richtigen Leben funktioniert, über welche Zeiträume da gedacht werden, welche Probleme da auftauchen. Dann gibt es natürlich nachher noch einen absoluten Insiderblick hinter die Kulissen der ESA. Es wird Führungen geben, es wird natürlich auch noch Möglichkeiten für One-on-One-Interviews geben. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug geredet. Dann möchte ich jetzt gerne Sean Murray auf die Bühne bitten. Hi everyone. So it's super cool to be here. I'm Sean. I'm from Hello Games, which is a small little studio in the UK. There's about a dozen of us working there. And we're making No Man's Sky. I'm one of the developers on it. And it's something that I personally have been working on. I was working this out the other day. I've been working on it for 5 years now, which seems like a really long time. So this, when you boot up, you take a flight through our galactic map, and you'll actually see this is all kind of real time, and you can kind of look around. And as you do, you'll see little names of planets, or star systems actually. And as people start to play and start to name things and discover things, then these will start to show names of people who've played the game and discovered something and named things, hopefully appropriate things and non. I'm sure that all of you, what I'm going to do is get you all to do a pledge that you're going to name things sensible names, right? Knowing that other people who boot up will see those names appearing in their game right at the start. So let's all just decide we're going to name planets like the things they look like.
got a very strict profanity filter, so. So you guys are gonna play over there in a little bit, and hopefully you'll all see kind of different looking planets and stuff. Everyone who plays the game starts on a different random planet on the outside edge of this kind of infinite universe. And the goal for a lot of players is to, I guess, travel from the outside edge of the universe towards the inside. That for a lot of people is the goal, but for, and I'll come on to this, for other people, you know, they'll make up their own objectives and their own goals. You know, we're not trying to be beard on the mic. you know, we're not trying to make necessarily a realistic space simulation. This is very much speaking to the kind of fantasy of space travel, I guess. And I think that kind of hyper-realism or crazy realism is, you know, what makes you want to explore. What makes you want to see new worlds. That's what's enticing about it. And it's a very kind of natural human thing to want to go out and explore and see what's around the corner. Like I said, for us, for No Man's Sky, what's actually going on here is really different to most games. So for most games, you would be walking around a level that perhaps an artist had built. They might have like imported it into Unreal Engine or something like that. If you were to see a creature walking around in most games, then that creature would have been built in like 3D Studio Max, would have been imported into Unreal Engine. He would have had his AI mesh all kind of laid out for him. He would have had every little thing about him kind of, you know, carefully controlled, and that creature would probably move within a tiny area of a level kind of thing that had been well defined for him. For No Man's Sky, if you see a creature, if we see any creatures running around, then there's something kind of a bit more special about that. That creature has just been born effectively, he's been generated, he's decided what length his legs should be and how many legs he should have, and then he's had to work out how his animation should work, how he should walk. He's had to work out his IK. He's had to, work out his AI and kind of navigation and things like that, all just in real time, all kind of at runtime as we play the game. There are a lot of things that if you've played sandbox games, if you've played a lot of Minecraft or Stranded Deep or Don't Starve or Terraria or The Long Dark, then a lot of things will be familiar to you in terms of mechanics. And that's very important. It's important that you go into the game. I can't hammer this home clearly enough. It's important that you go into the game realizing that these are really common, popular mechanics in that type of genre, but they are very different to most console kind of retail experiences, right? The sentinels, which you'll find on many planets, but not all, who guard the planets from explorers like me. So this is the reason why I will want to upgrade my weapon, upgrade my suit and ship. And I can show you how we do that. So this is our inventory. An important thing for you is that when you are away from your ship, you can teleport things back to your ship, but you can't bring them the other way. We call it like the Star Trek rule, basically. You also have effectively your Star Trek style phaser that you start off with, and this has, right now mine has a very small inventory, but I can create, I can buy bigger and bigger weapons, which have bigger inventories,
and in them I can install more and more technology. My ship and my suit both share space for resources that I gather, technology that I install, and the kind of products that I'm building, like these sheets that I've built. My ship right now, when I start off, is damaged, and so I need to repair that to leave the planet for the first time. I need to do things like protecting myself from the environment, so we're here on a radioactive planet, so I need to keep my protection recharged. It's going to be really strange for you guys playing the game during the first few days, because that community will just be building itself, and everyone will be figuring out things like, oh, Peridium grows on this type of planet. Oh, you're looking for a Chrysonite. Well, you need to go to the Blue Star system. All of these rules are going to have to be figured out. Or, for instance, if you're playing, you might say to yourself, oh, a classic thing is maybe my suit inventory is too small, right? We often find this with, like, kind of people who are very new to the game. They would complain about that. And what they don't realize is that if they would play the game for longer, there are certain ways to upgrade that suit inventory. If you are finding that your weapon takes too long to recharge, then that's just because it's underpowered. Nobody ever really notices, but that's all saved. So if I go away from this planet and I travel for like, whatever, 20 hours, like hundreds of light years away, and I come back to this planet, those planets will still be gone. And we save that for like every little tree and rock and thing that you destroy, or every crate that you find and open, or if you find an alien or an NPC and you interact with them and you chat to them. At the start of everyone's game, there's this little object that you can interact with. You don't have to do this, but it's useful depending on what type of player you are. Why am I playing No Man's Sky? Why am I going to the center? Why am I doing these things? And it's a question that comes up a lot in sandbox type of games. Why do you play Long Dark or Subnautica or whatever? One of the things right at the start of the game is you can interact with this, and it's not like difficulty level or anything like that, but you're given a choice, and it's, you'll find this will become more obvious through the lore of the game. You make a choice basically between how much hand-holding you want playing through this experience. So are you somebody who just wants to explore on their own and make their own objectives, or are you somebody who wants a point to aim for and kind of a little bit more hand-holding and clearer objectives? I've repaired everything and refueled. Let's take off. Cool thing about the game, and something I always forget to mention and that I'm super proud about, is the soundtrack. So the soundtrack is kind of also procedurally generated. There is a band, a UK band, indie band called 65 Days of Static. They've done the music on all our trailers so far. They're like, this is gonna sound like something I'm making up, but they are genuinely my favorite band, and it's weird that we're now working. So that's the planet that we just came from. That was the planet that we could see on the horizon, that we can go and visit. That's the space station over there, which we could see from down on the planet. I don't know if you saw just a little kind of cube on the horizon. And I'm actually not going to show you that much more, because hopefully you guys are all going to get to play. You're going to play over there, but hopefully you're going to get to play at home. And I don't want to, again,
game that I don't really want to spoil. So I'm just going to end the demo there. I'm going to talk a little bit more, but we can cut from the screen. But hopefully that gives you some little idea. We want to add new features, new content, balancing. We want to listen to what people have done in the community and what stuff they really enjoy doing. We want to nurture that, or different ways to play the game. There's so many things all throughout this game. People will constantly ask me things like, oh, can I have a, one person will want a dune buggy, another person will want a boat, another person will want, you know, deep sea diving equipment, another person will want a like base building meta game or whatever, another person will want to own freighters. And there's all these things that everyone like asks me as if it is the only thing that the game needs, and of course you should have this kind of thing. We're this small team, but we're hopefully going to like be allowed to work on it for a while to come. Like, hopefully if people are enjoying the game, obviously if everyone hates it and it's terrible and we'll stop updating it. We won't do it just for our own amusement. But if people are playing it, and I hope they do, and I hope it's the kind of game that can have that, and it is in that kind of sandboxy genre, then we would want to keep updating it. We would do that not through DLC, but just through updates like Minecraft and stuff like that does, like a lot of those games do, mainly on Steam and stuff like that, but it's perfectly applicable to console as well. So we've just finished off a really big update that adds quite a lot that no one will ever know didn't exist, hopefully. as some people will play with that day one, and then we just go straight on to working on the next update. There's stuff that we haven't announced yet, but that me and Grant know we are working on. Things, some of our most requested features, like being able to own freighters, and being able to start building little things on the planets and stuff, which is kind of a hugely requested feature. We wanted to get out day one what we see as almost like the explorer's route, right? Something that will keep you going from planet to planet to planet and focus our game around that. But once the game is out and people are enjoying that, there are other ways you could play. You could stay on a planet for days and days and weeks and build a little base and stuff like that. So we want to encourage people to do that. You could decide to become a trader. And we want to flesh that out, allow people to have freighters and things like that, allow people to do trading on a much bigger scale. And so hopefully this is a starting point and a solid kind of canvas that we can put more ideas on. The thing I'll finish by saying is, I guess, it's funny, when people are playing, I wish I could control how everyone plays, right? I wish I could just make them play the game the way I want them to play it. Sometimes when we're watching playtesters, it's so frustrating. Like, people just do the most bizarre things and get obsessed with the most bizarre things. Oh, there's all this over here that we've made for you. Why are you doing that? To see people stay fighting sentinels for hours. Anyway. Or being traders, and they will just trade one good, like, you know, stay in the first solar system, and so we made this whole universe, and you're just going back and forth. And like, it must be having a boring time, but they're fine, and they're enjoying it, so. But I won't be able to control the way you guys play it, unfortunately, but there are things that were very key to us. Like I said right at the start, when I sat down and started writing, we wanted the game to be different. And what that actually means is, like, something really important. I don't think everyone's gonna like the game. I don't want that, actually, right? I want it to be a little bit polarizing and stuff. I think that actually we are too small a team to sit down and make the perfect game. That's not what we're trying to do. And you realize that that's actually, you know, much smaller, even though it's near infinite, is much smaller than the universe that we are in, you know? And if
people get that, if they have that emotion just for a minute and think how amazing that is, then I'm really happy. Like, games don't generally do that. And if we can get those two things across, then if you can feel that in any way in your, like, you know, in your cold journalist heart, we can break through, then I'm happy, you know. Because we all play lots of games, and I'm sure we're all jaded of all of these things. But yeah, that's all we set out to do, and hopefully, you know, if people enjoy it, then we can expand on that, you know, and kind of make the best game that we possibly can over the time, you know. But it's been like 5 years, so it's definitely time to release it. So yeah, I'll leave you with that. Just really appreciate being here. Wir haben jetzt viel über die Welten von No Man's Sky gehört und schon am Anfang hat auch Schlossinger und so gesagt, es gibt Parallelen. Ja? Es gibt Parallelen zu dieser Exploration in dem Spiel, zu dem, was wir wirklich machen. Und darüber sprechen wir jetzt mal ein bisschen mit Michael Kahn. Vielleicht mal ganz zu Anfang. Michael, du bist Missionsanalytiker. Was genau ist ein Missionsanalytiker? Naja, es ist ja, es kommt ein Wissenschaftler und der hat diese tolle Kamera und damit will er 200 Kilometer über den Mars fliegen, aber die Kamera muss ja irgendwie dahin kommen. Die muss irgendwann gestartet werden, die Kamera allein kann ja nicht funktionieren, das heißt, die muss an einem Satelliten dranhängen, in einer Raumsonde und die braucht alle möglichen anderen Systeme, die braucht Strom, die darf nicht zu kalt werden, die darf nicht zu warm werden, die muss ihre Daten zurückkriegen. Und all das muss man irgendwie hinkriegen und all das muss eine Zeit lang funktionieren. Ja, es gibt auch Umgebungsbedingungen, die sind vielleicht nicht gerade so günstig. Und dann sagt er, ja, aber ich will diese Gegend da, die möchte ich jetzt unbedingt, in einem Jahr möchte ich die mindestens 10 Stunden insgesamt beobachtet haben und unter irgendwelchen Beleuchtungsbedingungen. Und dann kann ich ihm sagen, ja, okay, dann musst du das so und so machen. Und wir können das 2021 starten und zwar dann und dann und dann dauert das so lange bis zum Mars.
und wir brauchen die Rakete und das wird dann wahrscheinlich so und so viel, so groß wird das ganze System werden. Dann kommt jemand anders und sagt, guckt sich das an und sagt, ja, was wird das kosten? Okay, ja, das ist die Summe. Und das kann dann vorgeschlagen werden und dann am Ende kann darauf eine Mission geplant werden. Das heißt, du bist ganz am Anfang einer Mission beteiligt. Das heißt, du überlegst dir, was du gerade dargestellt, du nimmst die Requirements, die Wünsche der wissenschaftlichen Community, wenn die wissenschaftliche Community gesagt hat, wir würden beim Mars oder wir würden ja zum Mars gehen, du hörst dir an, was die eigentlich wollen am Mars und du setzt das dann um in ja, technische Requirements, um den Satelliten zu bauen, um die ganze Mission zu fliegen. Ja, das Coole an dem Job ist, dass ich eben dann, wenn es wirklich in die in den Entwurf dieser ganzen kleinen Sachen, so Nitty-Gritty, diese ganzen eher langweiligen Entwürfe geht, dann bin ich nicht mehr beteiligt. Ich bin wirklich am Anfang. Und die kleinen Probleme, die machen andere. Jetzt haben wir in dem Spiel, da hat Sean Murray viel drüber gesprochen, diese Aufregung für ihn jetzt persönlich nach 5 Jahren Arbeit, harter Arbeit und jetzt ist bald die Release von dem Spiel und die Aufregung ist da die Aufmerksamkeit offensichtlich ja auch, das Pressezentrum ist voll, scheint international viel Aufmerksamkeit zu geben. Das kennen wir ja auch. Ne? So ein bisschen lange an einem Projekt arbeiten und dann endlich sind wir da. Wir wollen über ExoMars sprechen. Wie lange, wenn wir jetzt am 19. Oktober kommen wir da an. Im März sind wir gestartet. Wie viele Jahre wirst du dich mit ExoMars beschäftigt haben, wenn wir im Oktober ankommen? Das ist jetzt das 17. Jahr. Das heißt 17 Jahre für eine Raummission. Ist das ein typischer Wert so? Es ist lang und es ist mittlerweile nicht untypisch. Ja. Sonst helfe ich dir auf die Sprünge. Wir hatten letztens, kann ich ja verraten, wir hatten letztens ein Probemanöver, bevor ExoMars sozusagen das letzte Manöver, das große Manöver gemacht hat, um den Mars im Oktober zu erreichen. Und davor habe ich ihn getroffen, draußen auf dem Weg zur Kantine. Und ich habe selten einen so nervösen Michael Kahn gesehen. Warum eigentlich? Also, ja, es war wirklich ein Problem. Das Haupttriebwerk sollte erstmal getestet werden. Das war das erste Mal überhaupt und es hat nicht gezündet. Also wir haben das Kommando geschickt und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Und das wäre ganz schlecht, weil der Einschuss in die Bahn, in den Mars, alle anderen Manöver, die brauchen einfach dieses Triebwerk. Und ja, da hat man mir gesagt, sofort der Projektleiter hat mir gesagt, ah, wir kriegen das hin, keine Sorge, aber weißt du, geh mal in dein Büro und überleg mal, was wir machen, also Plan B, falls das jetzt noch nicht klappt. Und dann habe ich da gerechnet, hin und her gerechnet und das war alles nicht gut. Das waren alles keine zufriedenstellenden Lösungen und ich habe dann eine gefunden, die hätte darauf basiert, dass man erstmal diesen Lander einfach abwirft und vergisst. Sonst hätten wir das Ganze vergessen können. Das war also bestimmt keine gute Lösung. Ich habe dann was gefunden und habe das unterbreitet und die gucken sich das alle an. Da wollen wir hoffen, dass das doch funktioniert. Aber zum Glück hat es dann funktioniert und ich war noch nie so froh, dass ich wirklich etwas gemacht habe, was nicht gebraucht ist. Niemals. ExoMars, da steht ein Wort drin, das jeder kennt, das ist Mars. Was nochmal Exo? Exo soll verweisen auf Exobiologie, also biologische Prozesse außerhalb der Erde, die wir bis jetzt noch nie beobachtet haben. Wir wissen nicht, ob es sowas gibt, aber wenn es das gäbe, wenn das entdeckt würde, wäre es die wissenschaftliche Situation des Jahrtausends. Drunter geht's nicht? Des Jahrzehntausends. Sehr gut. Okay, also nochmal, es geht wirklich um die alte Frage, gibt es Leben außerhalb der Erde? Man kann es einfach sagen, die Frage ist, sind wir allein? Die Neugier war groß, um festzustellen, wo kommt dieses Methan her? Kannst du nochmal ganz kurz für uns erläutern, warum ist Methan so eine aufregende Entdeckung unter Umständen? Es sind sogar zwei Fragen, nicht wo kommt es her, das ist sicherlich eine ganz wichtige Frage, auch wo geht es hin, denn man hat auch mit, man kann das auch mit Teleskopen von der Erde messen, wenn man bestimmte Verfahren anwendet und man hat gesehen, dass es erstmal nicht überall ist, sondern konzentriert an einigen Stellen und dass sich das über den Jahresverlauf auf dem Mars auch noch wieder auf und abbaut und eigentlich gibt es dafür keine plausible Erklärung, also es ist ein Mysterium, es gibt eine plausible Erklärung sicherlich, es gibt alles, aber wir wissen sie halt nicht. Und das ist eben das, was die Wissenschaft ausmacht. Also man will Antworten finden und wenn man eine Antwort findet, hat man wieder zwei neue Fragen. Und das ist
Also im Moment wüsste ich jetzt aus meinem Bereich so Astronomie und Weltraumforschung, wüsste ich nur wenige Fragen, die dort die ähnlich schwer sind, schwerwiegend sind. Also das ist wirklich eine ganz fundamentale große Frage. Wo kommt dieses Methan her? Denn eigentlich müsste sich, also es könnte verschiedene Prozesse geben, geologische Prozesse, da müsste es aber auch, wenn es Vulkanismus gäbe, müsste es aber auch Schwefelverbindungen geben, hat man nicht entdeckt. Also wo kommt das her? Kommt das irgendwo aus dem Weltraum? Oder ist es vielleicht ein Prozess, der möglicherweise biologischen Ursprungs ist, irgendwo unter der Erde? Oder ist es ein chemischer Prozess, der irgendwo unter der Oberfläche, also Erde sagt man nicht, aber unter der Oberfläche ist, vielleicht in großen Tiefen, flüssiges Wasser, Wärme, Kohlenwasserstoffverbindungen, da horcht jeder biologisch schon mal auf, weil das bedeutet, oh, alle Grundbausteine des Lebens sind da zusammengekommen. Also wie man es dreht und wendet, das ist und bleibt interessant. Und die nächste Frage ist, wo geht das Zeug hin? Denn eigentlich ist kein Prozess bekannt, bei dem Methan so schnell abgebaut wird, innerhalb von Monaten. Also wir reden da eigentlich immer bei den Abbauprozessen durch ultraviolettes Licht von Hunderten von Jahren. Monate, Hunderte von Jahren, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ne? Das lässt sich nicht einfach wegdiskutieren. Und das muss man erstmal erklären. So, and if you have questions, you know, maybe a reality check, Michael Kahn would be the right person to answer. So I hand you over the microphone. This is one of those embarrassing things where obviously video games are not very realistic, you know, in terms of and movies. I'm sure I was thinking about this Suji talk. When I watch a film or anything on TV and somebody's using a computer, I always get really annoyed because they make up terms and nothing is very realistic. You know, they do ridiculous things where they're pretending to hack into something. Are there things like that for you when you were watching movies or, you know, seeing a video game like this that annoys you about how unrealistic they are? Well, the first thing that annoys me is that people always assume that things will work, when in fact they don't. So, and that's the good thing about Star Trek, because they had the Scotty, right, who was a real yeah, wizard, and could fix things when they went wrong. So this assumption, oh, we're just going to build something that's going to work 20 years from now, it's nonsense, of course it doesn't. So you need someone up there who knows everything, who has to have this real feel, this real magic touch with machines, and can fix things. And it's really a tribute to Star Trek that they actually created this character, right, and put him to such prominence. And so I think he really, and also the way he talks, and my father was an engineer on the ship, and it's really, you know, I have the feeling I'm listening to him when he's speaking. So that's really great, and this is what's missing in many space edits. This kind of help. You really have a people who know, who just have an intuition for what went wrong. Yes, definitely we have those. We have those everywhere. And they all look the same, by the way. we have the same thing in computer games. Everyone who works in computer games all looks the same as well. We all have the thing that we've talked about. Because for us, we always model things on effectively like Battlestar would or Star Wars would. They look a bit like, you know, planes, basically. You know, they have wings and they look a bit like jet fighters. What would they actually look like in reality? They wouldn't look like jet fighters. Yeah. basically, for the habitats, the most efficient way of doing things is a sphere, because it's the most efficient way to enclose the largest possible volume. And it's also the easiest to protect because you have the smallest surface, and that's where the nasties come from, the meteorites. But then you have the power supply, and that's probably not something you want in the immediate vicinity, so you have to put it on a large boom. And then power supply creates a lot of
wanted heat. We have to get rid of that somehow. It's going to heat up. So you need some radiators. And then you need a big communications antenna. And that's powered by an AE35 unit. So you see where I'm going. So actually, you can say what you want against Stanley Kubrick, but he had it right. He had it right, and that was in the 60s. Man, I have such admiration for the guy. He had everything right. He foresaw everything. I can look at it now. Yeah, and I've seen these movies so often. And I say, man, this is correct. And the music is good as well. Interessanten Vorträgen von Michael Kahn und Sean Murray, einem fantastischen Mittagessen und einer super interessanten Führung durch die ESA, war es endlich soweit. Ich durfte No Man's Sky anzocken und das nicht nur ein paar Minuten, sondern wirklich über eine Stunde, quasi bis sie mich rausgeworfen haben. Ich wollte einfach nicht mehr aufhören, es hat mich direkt in den Bann gezogen. Man fängt wirklich mitten im Universum an und bekommt eine kurze Einführung, muss quasi sein Raumschiff wieder in Gang bringen und dann geht es los. Man kann machen und tun, was man will. Es ist einfach nur unfassbar riesig. Es zieht einen so in den Bann. Man will sammeln, man will sich weiterentwickeln, neues Zeug craften, sich verbessern ohne Ende und einfach nur das ganze Universum erkunden. Nachdem ich eine ganze Weile gebraucht habe, um mein Raumschiff wieder in Gang zu bringen, bin ich dann einfach mal losgeflogen Richtung Raumstation und habe geschaut, ob ich ein bisschen handeln kann. Ab und zu findet man dann schon wirklich interessante NPCs, die auch noch Humor haben und lustig sind. Davon bin ich ja gar nicht ausgegangen bei so einer unendlich großen Spielwelt, sondern eher mit sehr, sehr klinisch kalten NPCs. So war es dann wirklich nicht. So ganz so spritzig waren sie natürlich nicht, aber absolut unterhaltsam, absolut spannend und auch mit wirklich teilweise sehr lustigen Dialogen. Diese war natürlich rein textbasiert und nicht mit großartigen Voice-Overs, aber das ist auch überhaupt nicht nötig gewesen. Von der Raumstation aus bin ich dann weitergeflogen und wollte erstmal schauen, wo ich denn meinen Hyperraumantrieb herbekomme. Das ist dann schon eine längere Quest, wenn man es so nennen will. Das dauert eine Weile, bis man den sich zusammengefarmt hat. Das habe ich dann noch nicht mehr ganz geschafft am Schluss. Ich war kurz davor und ja, dann musste ich leider auch aufhören. Andere weitere große Raumschiffe, Waffen und so weiter, das hätte viel, viel, viel mehr Stunden in Anspruch genommen. Nach einer Stunde hat man nicht mal an der Oberfläche des Spiels gekratzt. Interessant wird es dann wirklich, wenn das Spiel für jede Person am 10. August auf den Markt kommt. Und mal schauen, wie lange es dann dauert, bis die ersten Tipps und Tricks-Videos online sind. Wie lange es dauert, bis wirklich die letzten Geheimnisse gefunden wurden. Wie man noch ein bisschen sein Schiff verbessert, seine Waffen weiter verbessert, seine Ausrüstung. Das alles ist nicht vorgegeben. Dafür gibt es kein Tutorial, keine Anleitung. Das ist alles gar nicht so leicht herauszufinden. Und in diesem Universum stecken bestimmt einige Geheimnisse, die mit Sicherheit erst nach Wochen, Monaten, wer weiß, vielleicht sogar Jahren herausgefunden werden. Den einzigsten kleinen Fehler, der mir aufgefallen ist, wenn man zu schnell auf einen Planeten zugeflogen ist, hat man gesehen, wie quasi verschiedene Bereiche des Planeten erst kreiert wurden, nachdem man schon nah dran war und hat das quasi gesehen. Man kann das vergleichen mit Texturnachladen, nur dass eben die ganze Welt in dem Moment generiert wird und nicht einfach nur Texturen nachgeladen werden. Das war es aber auch schon. Ansonsten hat das Spiel das gemacht, was es soll. Es hat mich mega in den Bann gezogen. Ich wollte einfach nur noch erkunden, erforschen. Ich wollte alles herausfinden, immer weiter ins Universum vordringen. Das, was das Spiel eben suggeriert, das, was das Spiel eben tun soll und will. Das funktioniert einwandfrei und deswegen kann ich es für die Leute, die sich das erhoffen, nur empfehlen. Was ihr natürlich nicht werdet, ihr werdet nicht an die Hand genommen, ihr bekommt keine geradlinige Story präsentiert, keine tollen Cutscenes. Wenn ihr das von einem Spiel wollt, wenn ihr einfach nur ein Uncharted wollt, das bekommt ihr hier leider nicht und das verspricht das Spiel auch nicht. Für alle anderen, greift zu, für mich war das ein fantastischer Tag. Auch die ESA war super interessant, einfach mal ein bisschen einen Einblick darüber zu bekommen, was wir auf unserer wirklichen Welt gerade so alles tun und die Mars-Mission, wie wirklich spannend, interessant und einzigartig sie für die Menschheit quasi ist. Das alles war sehr, sehr toll. Ich kann Sony nur dafür danken für diese tolle und natürlich auch sehr passende Location, gutes Essen und über einer Stunde absoluten Spaß mit No Man's Sky. Jetzt will ich es aber endlich in der Hand halten.
So, das war's auch schon wieder mit dem Event. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, ob No Man's Sky was für euch ist oder nicht. Darum geht's ja quasi. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal direkt vor der ESA filmen, aber ja, ich zeige euch mal gerade, wie wunderbar das Wetter draußen ist. Ja, und da habe ich mich dann doch mal schnell entschieden, erstmal ins Auto zu gehen und quasi jetzt zu filmen. Ja, was soll ich sagen? Es war ein wahnsinnig geiler Tag. Es war ein super organisiertes Event, leckeres Essen, mega Kulisse bei der ESA. Es war einfach nur super cool, aber ich denke, das habt ihr ja quasi eben schon mitbekommen. Und ja, ich würde sagen, mir hat es super gefallen. Ich freue mich jetzt auf die Gamescom. Die findet ja auch schon bald wieder statt. Quasi jetzt, das muss ich überlegen. Das kommt in einer Woche raus, das Video. Also quasi in einer Woche. Und ja, da sehen wir uns natürlich wieder mit ganz vielen Videos zu der Gamescom. Da haben wir auch schon wieder ganz viele tolle Termine. Und ich würde sagen, wie immer zum Schluss, bis dahin, immer schön weiterzocken.